Damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier kurz vor der vierten Arena. Beziehungsweise, was heißt das denn? Wir sind hier noch in der Route. Ja, hatten wir nicht gedauert. So, aufhören. Drei Bären, denke ich, reichen fürs Erste. So, wir sind aber am Ende der Route tatsächlich angekommen. Gucken nochmal kurz, ob wir auch nichts verpasst haben. Ich glaube, hier konnte man nochmal runterspringen für irgendwas. Ja, das machen wir mal kurz. So. Hier gibt es nämlich noch irgendwas, da gibt es nochmal eine TM. Tipps für Trainer, DMs kannst du so auf einsetzen, wie du willst. Bringst du einen Pokémon mit TMs Attacken unterschiedlicher Typen bei, hat das gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. Das stimmt. Überlege also gut, wie du sie verwenden willst. Ja, ich weiß. Hier gibt es einen Sonderbonbon. Nicht verpassen, Leute. Sonderbonbons sind immer sehr nice und sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. So, hier gibt es ein Item. TM30 Stahlflügel. Für ein Flug-Pokémon haben wir aber leider im Moment oder allgemein nicht, habe ich nicht geplant. So, machen wir weiter. Hier oben geht es nämlich weiter Richtung Zielgebiet. Wir werden auch die Stadt erkunden und eventuell sogar den vierten Arena-Orden schaffen, falls wir schnell genug sind. Ich denke mal nicht, aber vielleicht. Vielleicht. Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Okay. Künstler Marvin. Okay. Und warum hat der einen Smogon? Wo macht das Sinn, dass der einen Smogon hat? Reaktionsgas. Ah, okay. Muss ich noch nicht verstehen, so. Zack, da ist er. Weg vom Fenster noch nicht. Nein, er setzt Finale ein. Er wusste. Er wusste es. Nein. Oh, ich lebe noch. Self-destruct. Aber wir leben. Haha. Mogelbaum. Okay, Mogelbaum kann ich ja noch verstehen, du, aber. Smogon macht da gar keinen Sinn. Aber egal. Pschu, pschu, pschu. Da ist er weg. Hö, was? Oh, Robustheit. Ja, hätte mir schon denken können, eigentlich. Oh nein, aua, 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 nein! Ich habe vorhin erst einen Beleber benutzt vor der Folge. Ah, Mann. Das ist jetzt kacke. Komm, danach Primova zumindest alles abstauben. Weil Primova wollen wir auf Level 35 unbedingt bringen, damit das schön ein richtig gutes Pokémon wird. Was sich dann auf Level 45 wieder entwickelt. Wow. Zack. Eure Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Oh, armer Marvin. Im Grunde genommen sind Pokémon-Kämpfe Kunstwerke, die gemeinsam von Pokémon und ihren Trainern erschaffen werden. Okay. So, hier sind wir. Richtig? Ja, ich sehe schon die Arena. Bei uns ist es nämlich eine Geisterarena. Wir sind da! Passback. Eine Wüstenstadt, wie mir scheint. Interessant. Und Hopp steht immer wieder da, wenn wir gegen uns kämpfen wahrscheinlich. Wie immer. Jede halbe Stunde wird er gegen uns kämpfen gefühlt. Passback! Eine Gebirgsstadt, die dank ihrer antiken Wandmalerei gedieh. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich, wie es wohl erst ist, die antike Stätte mit eigenen Augen zu sehen. Das stimmt schon. Ja. Hi, wie geht's euch so? Hey, ich hab so viele von den Dingern, ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Zwei Drachenfossilien, danke! Drachenfossil, Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit das Land bevölkerte. Wie es zur Lebenszeit aussah, ist ein Rätsel. Jetzt haben wir zwei Teile. Ich verrate dir mal was Tolles über Fossilien. Auf Route 6 hält sich eine Professorin auf, die Fossilien wieder in Pokémon zurückverwandelt. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die dazu zu nur durchforsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Buddelbrüder? Eher die Buddelbrüder? Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Für sein Training in die Berge zu kommen. Was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Das sind die nicht, oder? Hm. Naja. Erstmal heilen hier. Dup, 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 dup. Alle entwickelt, außer die letzten beiden. Ja, Evoli auch nicht. Lol. Aber Evoli wird ja auch nicht mal allzu lange rein tun, kommen, was auch immer. Ja, egal.
Gut, wir haben jetzt zwei Fossilien, ganz ehrlich. Ich gehe nochmal zurück. Ich würde nämlich wirklich gerne wissen, was passiert, wenn ich die mische. Ist ja direkt hier vorne, ist ja jetzt kein langer Weg. Ist jetzt hier links von uns. Vielleicht kriegen wir so ein Fossil-Pokémon. Aber das ist echt so eine coole Idee eigentlich. Und zu was bin ich jetzt reingelaufen? Ein Iguana, genau. Ich vergesse den Namen. Ich bin so dumm. Mann. Dumm. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl, dass der unser vierter Arena-Leiter Level 40er Pokémon benutzen wird. So, sein stärkstes Pokémon irgendwie Gengar Level 40 oder sowas. Da habe ich Angst. Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Aber man weiß ja nicht. So, hey. Du hast ein paar Fossilien. Würdest du mir zeigen? Klar. Also mit welchem Fossil glaubst du, für meine hohen Standards zu erfüllen? Fischfossil. Und mit welchem Fossil willst du mein unstillbares Interesse wecken? Drachenfossil. Soll ich das Fischfossil zusammen mit dem Drachenfossil in ein Pokémon zurückverwandeln? Ja, bitte. Na schön, sehen wir doch mal, ob wir das Rätsel dieser Fossilien lösen können. So, das hier hin und dann das hier hin. Ja, das ist gut. Das sollte passen. Am Ende ist es so ein dummes Pokémon, was überhaupt nicht zusammenpasst mit der Form. Bist dann abgeschossen. Offenbar war die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dieses Pokémon in Urzeiten durch die Galar-Region gestreift ist. Pass gut auf es auf, ja? Pestkragon. Als Schaden haben wir irgendwas richtig gemacht. Pestkragon. Was ist denn das für ein Pokémon? Oh nein! So ein Fisch. Aber mit so einem Dino-Körper. Und jetzt ist der Schweif der Hinterkopf, oder was? Oh nein, was haben wir gemacht? Seine außergewöhnlich kräftigen Beine lassen es zwar über 60 Kilometer pro Stunde schnell laufen, doch atmen kann es nur unter Wasser. Wasserdrache ist aber eine richtig geile Kombi. Hatten wir zwar auch schon seit der ersten Gen, aber trotzdem. Ja, wir haben schon Wasser-Pokémon, wir werden kein weiteres Wasser-Pokémon ins Team nehmen, deshalb sorry, Bro. Sorry, du kommst nicht ins Team. Okay, Fisch. Fossil, da kriegen wir den da. Als Kopf. Und Drachenfossil kriegen wir so einen Dino-Körper. Merke ich mir. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes als Kopf. Oder vielleicht was anderes allgemein. Vielleicht können wir das ja richtig zusammensetzen irgendwann. Wer weiß, wer weiß. Die Wandmalerei in der antiken Stätte bringt uns etliche Touristen in die Stadt. Etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang nur zunutze. Die antike Stätte hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran liegt das wohl? Das kann ich nicht sagen. Oh, wie süß. Hi. Hi, willst du was kaufen? Klar, was gibt's denn hier? Heutiges Angebot. Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Eine rissige Kanne. Willst du für 3000 kaufen? Klar. Es war meine Freude, mit den Geschäften zu machen. Rissige Kanne, juhu. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Damit kann man ein bestimmtes Kannen-Pokémon entwickeln. Morgiges Angebot. Wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes eine Flinkklaue. Okay, cool. Willst du mein Taschengeld und dein Taschengeld aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich es dir zu einem sehr großzügigen Preis ab. Heute suche ich eine Perle und würde dafür... Oh Gott, hab ich das gewusst. Hallo. Hi. Das Pokémon von dem Mann da hinten macht rund um die Uhr Faxen, während das hier drüben für seinen Pokéjob alles gibt. Ja. Oh, hier gibt's ein Secret. Tick das. Tick da, tick da, tick da. Also bevor wir hier hingehen, sollen wir vielleicht erstmal die anderen Häuser von vorne besuchen, damit man mehr von Bescheid weiß. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Spiel ruhig mit Bronzong. Okay. Hier ist ein Item. Nice. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen, aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Das stimmt schon. Oh nein, ich wollte noch nicht. Hey, Michael. Hey, Hop. Alles gut? Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Reliens Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt, aber wie stelle ich das an?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Dabei gibt es viele verschiedene Methoden. Unter anderem, gegen dich zu kämpfen. Okay, cool, jederzeit. Du bist meine Rivalin. Ein Kampf gegen dich hilft mir. Vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Dann da da daum. Urgel hat da mittlerweile. Ein cooler, lustiger Vogel. Ich habe meinen Pokémon schon weiterentwickelt. Und du? Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Laut seinen Leveln wird er erst im nächsten Hauptkampf seine Pokémon entwickelt haben. Also seinen Starter meine ich zumindest. Nicht schlimm. Zack. Was machst du da? Er taucht um. Und mir gefällt das so gar nicht, dass der gerade am Tauchen ist. Und ich wollte eigentlich die Attacke nicht machen, aber naja, ist halt so ausgerutscht. Und jetzt merke ich erst, dass der Typ Wasser ist. Und jetzt hat er dieses Fisch-Pokémon im Mund. Das arme Fisch-Pokémon. Kannst du es nicht essen, Ugel? Ich finde das nicht okay. Benutzt als Waffe. Digga. Und dann greift er mich nochmal an. Also Ugel ist ein echt cooles Pokémon tatsächlich. Auch wenn das jetzt nicht so aussieht, aussehen mag für manche. Also man hat ja gesehen, seine Fähigkeit ist sehr gut. Die nur er hat, die Fähigkeit. Ich habe gerade gesehen. Er kann einfach dieses eine neue Fisch-Pokémon im Maul haben und dann auf mich zuschießen. Das macht relativ einen Schaden. So. Egal ob Typ Vorteil oder nicht. Salanga! Uiuiui! Salanga habe ich sogar auch durch einen Raid bekommen. Ich hätte das einfach so einen Raid gesehen. Also ich hätte auch einen Salanga in meiner Pokémon-Box, aber ich habe momentan zumindest nicht vor, es ins Team zu nehmen. Von daher. So, jetzt kommt sein ja, irgendwelche Standardsprüche sind mir egal. Ich glaube, jetzt kommt sein Kickerlo heißt, glaube ich, die zweite Entwicklung, ne? Ein Toxel? Ein Toxel hat er. Oh, das ist so süß, das Pokémon. Und irgendwie will ich es auch ins Team nehmen, aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. So, Level Up für Intelligent und Swallock. Cool, cool. Jetzt kommt Kickerlo. Yes. So, ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil das kann man ja alles schon. Präzisionsschuss. Und dead. Aua, ein Headshot! Ah! Dead. Level Up für Cremi und Primova! Juhu! Juhu! Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon oder Attacken auswählen. Uff. Das tut mir leid für dich, Bro. Ich habe ein bisschen darum experimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herum experimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Okay, viel Spaß. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Liga-Karte von Nio, der Arenaleiter. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Von wo kamen die eigentlich? Wie sie so ganz leicht fliegt. Oh Mann, die Animationen in diesem Spiel sind super. Hausfriedensprobe, was geht? Ich bin stolzer Taxi-Pilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese TM hier schenken. Okay. Fliegen! Woohoo!
das erste fliegende Taxi in Gala war ein Kramer. Und dieser Tradition bleiben wir treu. Interessant. Jetzt ruhig, legen Sie jetzt ruhig rechts. Ich pass auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Ja, ja, das mag gut sein. Hey, das habe ich aber auch mal gerade so nebenbei gesehen. Ah, hin und her, hin und her. Hier sind... Ja, okay. Hier ist noch was. Bei den Säcken hier. Drei Steinknochen. Okay. Und noch ein Pokéball. Mit Beulenhelm. Ja, ja, das ist so wie Dornen für Zauberung in Minecraft. Ja, ja. Minecraft teaches everything und so. Hier kann ich nicht rein. Ich dachte, hier wäre so ein Secret-Eingang. Aber nee, hier ist ein Secret. Hier kann man nach oben. Was bringt einem das? Das werden wir jetzt sehen. Und da ist schon die Arena. Da wollen wir hin, da wollen wir hin, Leute. Oh, das ist für eine TM. Oh, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht runterfallen hier. Oh Gott. Hast du schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht alles gegen meinen Bämon tauschen? Oh, Bämon ist richtig cool. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken, dass er sonst hat. Metallmantel, Typ Stahl, haben wir nicht. Zack. Wir hüpfen, Bakur hier. Giftschock, das wäre doch richtig was für Toxel. Boing. So, aber jetzt auf zur Arena. Die wollen wir auch noch mal machen, du. Hab ich recht, Leute? Ja, da hab ich. Die haben recht, ja, ja. Let's go, ja, der Hase. Jojo, auf zur Arena. Und da sind wir. Cool. Passbeck-Stadion. Naja. Aber hier gibt's noch ein paar Sachen. Besuche die antike Stätte von Passbeck und entdecke die Geschichte der Gala-Region. Ich finde dieses Bild auf der Wand voll doof. Okay. Ich sage meinem Diktator die antike Stätte von Passbeck. Vielleicht entwickelt es dann ja ein Gespür für Kunst. Weiß ja nicht. Ist es hier? Will ich da lang? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so der Weg woanders hin oder wie. Ich weiß es nicht. Fair Valley und Passbeck ist hier. Also hier will ich nicht lang. Nee, da geht's weiter mit der Story. Was? Manche Pokémon leben in den Bergen, andere in den Wäldern. Pokémon leben an den unterschiedlichsten Orten. Ja, stimmt schon. Dann gehen wir mal hier hoch. Gucken, was es hier so gibt. Ui, was ein cooles Arena-Stadion. Orte, an denen sich Pokémon Diamond maximieren können, nennt man Energiequellen. Stadien in der Galerie-Region werden auf solchen Energiequellen erbaut. Okay. Einen Top-Beleber. Sehr nett. Da drüben erstreckt sich das Meer. Schade, ich hätte mir mehr Berge gewünscht. Uff. Das ist die Bemalung. Damit bin ich hergekommen. Und hier sind zwei Scheinwerfer für die Bemalung. Und hier ist aber ein Loch. Hier hat jemand kaputt gemacht. Das ist die berühmte Wandmalerei der antiken Stätte von Passbeck. Sie ist voll künstlerisch. Sie soll künstlerisch sehr wertvoll sein. Aber das ist ein Loch. Ich glaube hier... Ich sehe hier ein Schwert und ein Schild abgebildet. Ich glaube, da war ja mal was anderes. Und hat jemand draufgekritzelt. Kann das sein? Kann das sein? Ups. Na egal. So. Rest der Zeit machen wir noch die Arena-Challenge. Und nächste Folge gibt es dann den Arena-Kampf. Hey, ich bin's, Balduin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich gerne eine richtige Ball für dich. Hier, bitte sehr. Ja, das ist ja jetzt noch schwerer. Danke. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, einen Pokémon mit hohem Körpergewicht zu fangen. Mit einem Schwerball lässt sich ein Pokémon umso leichter fangen, je schwerer es ist. Ein absolutes Muss für wahre Pokémon-Fans und Pokémon-Fans zugleich. Ja, ja. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Stimmt schon. Du bist den ganzen Weg bis nach Passbeck gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen. Und du folgst mir immer noch, mein Fan. Oh, die kenne ich aus dem Fernsehen. Süß. Die kennen mich aus dem Fernsehen, Leute.
Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ein neuer Challenger. Ja, ja. Ich bin ein neuer Challenger. Was geht? So, ich will mal versuchen, hier eine Uniform zu kaufen, ob das was bringt. Welches wollen wir denn? Ich weiß nicht, welche soll man denn kaufen? Die sind alle so eigen, könnte man sagen. Aber eins will ich schon mal kaufen, zum Austesten, ob man das auch wirklich dann sieht. Und so. Und ob das jetzt einfach nur so ein Outfit ist. Oder einer von euch testet das mal aus. Wie auch immer. Egal, machen wir weiter. Huch, ein Arena-Challenger. Willst du dich an unserer Arena-Challenge versuchen? Ja. Okay, dann zieh doch bitte mal die Umkleidekabine gleich da drüben deinen Unfall an. Wir werden dann soweit, Nummer 1. Okay. Ja, gehen wir weiter. Durch den Raum, wo nichts ist. Oh. Oh, spooky. Very spooky. Da sind wir. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Mission. Die Mission von Passberg ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Taste ein und versuchst sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings auf mögliche Hindernisse ausweichen. Ich lese dir am besten schnell ein paar Passagen aus dem Handbuch des Fahrgeschäfts vor. Wenn den Control-Sticks im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Taste rechts herum. Rotierst den Stick nach links? Ja, ja. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh bestimmt halt raus. Du hast viel Erfolg. Dankeschön. Let's go. Was? Rechts. Das ist ja richtig lustig. Lol. Wee. Nach links, Ring. Boing. Nach rechts hier, ja. Yes, Ziel! Hey, was geht, Bro? Ne? Einmal zu viel an der T-Taste gedreht und den Arena-Challenger schleudert's wild herum. Ah ja. Ah, das ist so ein Alter, ich hab's nicht gemerkt. Sorry. Ein irres Grupp von ihm. Bam, 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 bam. So, 3 Pokémon und ich bin nicht sehr effektiv. Aber wir sind dann sehr effektiv. Oh Gott, Tutini. Muss mal wieder an die Sache ran, wie ich merken muss. Halloween ist eine Attacke? Aber ich glaube, die kann nur Irbis. Oh, jetzt bin ich Typ Geist. Was? Oh, was? Ich hab doch gar nichts zum Angreifen dann. Und normal geht auch nicht. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, glaube ich. Warte, Primova! Ich glaube, Primova ist unsere Rettung. Eigentlich wäre es Pokus sein, aber wir konnten unser Okumi noch nicht entwickeln. Nein, das ist effektiv. Wieso ist das effektiv? Das finde ich nicht okay. Zauberschein versuche ich mal. Oh nee, er ist vor mir dran. Ich bin tot. Oh, das wird schwer. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das wird ultra schwer hier. Verdammte Kacke. Wird es Cremi schaffen? Obwohl es noch nicht entwickelt ist. Ich bin kurz davor, mein Cremi zu entwickeln. So. Auch wenn ich das Item nicht habe, weil das kann ja so nicht weitergehen. Jetzt bin ich Typ Geist. Liebeskuss. Ich kann nicht mehr als das. Was macht der? Fuck.
Das ist nicht gut. Und ich dachte, ich wäre voll gut vorbereitet. Nein, bin ich überhaupt nicht. Mann! Was zum Henker? Das geht gar nicht hier. Aua. Aua. Ey. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dein Ernst? Fünfmal genau. Wo sieht man das? Bei mir. Ja, Evoli kann doch überhaupt nichts machen. Ja, doch, Biss. Ist Biss effektiv? Noch Unlicht gegen Geist? Ich glaube, da kann ich mich an irgendwas erinnern, dass das effektiv war. Ja, ja, stimmt. Dann müssen wir mit Evoli kämpfen. Big Brain. Weil die können uns ja nicht angreifen. Wir sind Typ normal. Digga, ich habe gerade mein Big Brain gefunden. Paragoni. Was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Ach so, oh, der kleine Baum. Oh, wie süß. Hi, Kleiner. Ich beiß dich jetzt, ja? In der ersten Gen war Biss noch normal, aber da gab es ja noch kein Unlicht früher. Von daher. Aber Paragoni ist so ein cutes Pokémon, wird später zu so einem richtigen Badass-Baum. Ich glaube, Paragoni ist sogar das Pokémon, was... Also, Paragoni sogar sind sogar Kinder, die sich in den Wald verlaufen haben und da gestorben sind. Irgendwie so war das, glaube ich. Laut Pokédex. Aber manchmal lügt er ja auch den Pokédex. Und da haben wir einen XXL-Irbis. Das kann auch manchmal passieren. Neuerdings, seit Schwert und Schild, kann man auch im Wilden ohne Events ganz normale Irbis kleinen und großen Formen, große Formen von ihm finden. Ich glaube aber, da ändert sich einfach gar nichts, nur dass das einfach von der Größe her anders ist. Also ich wüsste halt jetzt nicht, was sich da ändern sollte. Oh, kacke Masse, Alter. Dein Ernst. Oh. Warum setzt der ganze Grimasse ein? Verstehe ich es nicht. Aber wir werden jetzt nur noch Evoli benutzen. Oh mein Gott. Und dann sehen wir noch Giga Dynamax Evoli in der Arena-Kampf und dann werde ich Evoli raustun. Sowas wie mit Mauzi. Routine Level 34. Nice. Schallwelle. Ja, lass uns Kanon wegmachen. Ja, lass uns Kanon wegmachen. So, und gewonnen! Verloren, es gibt meine Lebensgeister. Es wehen. Was? Es weht meine Lebensgeister davon. Oh, lol. Hör mir gut zu, Arena Challenger. Dein Geist ist nicht an diese Welt gebunden, sondern schwerelos und frei. Also flieg hoch hinaus. Okay. So, Evoli. Du kommst gerne nach vorne. Und die anderen beiden, die sind erstmal tot da. Sorry. Ah, hier kann man zum Eingang zurückkehren, wenn man will. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann gegen Nio, dem Geisterarena-Leiter, kämpfen. Wenn euch die Folge bisher auch irgendwie gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ja, dann Abo, Glocke, empfehlen euren Freunden, Familie. Nein, natürlich nicht, aber wie, weiß nicht. Sagen, hier gucke diesen Mac zusammen, das ist voll cool. Natürlich nicht, aber egal. Haut rein, Leute, schönen Tag noch und ciao. Oder warte, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Dann lass uns doch mal ganz kurz Pokécam, den können wir hier nicht einsetzen, ne? Dann schauen wir uns aber ganz kurz die Liga-Karten an, würde ich sagen, oder? Hier, guck dir das an. Noch zum Ende der Folge, damit wir schon die 30 Minuten voll haben in jeder Folge und nicht eine Folge so weniger als 30 Minuten, das ist ja langweilig. Das wollen wir ja nicht. So, Album. Hier kann man die ganzen Karten sehen. Nio, Roy, Papella, Betis, Rose, Kabu, Kate, Deleon, Yarrow, Hop und das ist jetzt von Freunden. Das sind so Freundeskarten. Das ist jetzt von Max. Unter anderem, wie, da sieht man die
Ja, haut rein. Ciao.